Ein genauerer Blick lohnt sich nämlich vor allem bei den neuen essentiellen Aminosäuren. Die essentiellen Aminosäuren sind unverzichtbar auch für den Muskelaufbau. Denn wer jetzt auf tierische Produkte ganz oder teilweise verzichtet, könnte tatsächlich in die Situation kommen, dass ihm EAAs fehlen, Whey-Proteine, BCAA und dann noch EAA. Was sind diese EAAs und was sind die Unterschiede zu den ganzen anderen Proteinen, Whey-Proteine, BCAA etc. und diesen Fitness-Supplements? Und könnte ein zu viel aus ärztlich, gesundheitlicher Sicht vielleicht sogar schädlich sein? Wie sieht man als Arzt diese Supplements? Wenn Sie jetzt das Video schauen, wollen Sie sich über EAAs informieren und wahrscheinlich suchen Sie eine Möglichkeit, auch noch das Letzte aus Ihren Muskeln herauszuholen. Wenn möglich auch leistungsfähiger werden. Oder möchten Sie ein paar Kilos verlieren und dabei die bestmögliche Unterstützung erhalten? Auch da liest man ja ab und zu, bringen EAAs was. Dann haben Sie garantiert auch schon von diesen EAAs nämlich gehört, den sogenannten essentiellen Aminosäuren. Vielleicht, und das geht auch vielen so, gerade wenn nicht ganz so in diesem Fitness- und Kraftsportbereich zu Hause ist, sind Sie aber auch nur über den Begriff gestolpert, haben den mal irgendwo gelesen und können damit gar nichts anfangen, sich gar nichts darunter vorstellen. Und jetzt kläre ich einmal ganz genau, was diese EAAs überhaupt sind und wie wir diese beim Sport und beim Abnehmen zum Beispiel nutzen können. Und letztlich, wichtig, beantworte ich ganz genau die Frage, ob es sich nämlich überhaupt lohnt, diese EAAs über Supplemente zusätzlich über die Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel einzunehmen. Und natürlich, was gilt es auch aus medizinischer, aus ärztlicher Sicht dabei zu berücksichtigen? Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Krankheitsbilder, Symptome, aber genauso auch Themen wie Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Was sind EAAs überhaupt? Der Begriff EAA ist, wie wahrscheinlich vieles aus dem Kraftsportbereich, erst einmal unzugänglich. Und selbst wenn man über den Begriff mal stolpert, weiß man nicht so recht, was es damit auf sich hat. Dahinter verbirgt sich allerdings eine relativ einfache Grundidee. Proteine bestehen aus sogenannten Aminosäureketten, also aus ganz vielen verschiedenen Aminosäuren. Und je nach Ausgangsnahrung sind diese Ketten unterschiedlich aufgebaut, bestehen aber immer aus den gleichen 20 bis 22 Aminosäuren. Ich erspare Ihnen an dieser Stelle die Liste mit allen Namen. Für uns sind jetzt ohnehin nur einige nämlich davon interessant. Ein genauerer Blick lohnt sich nämlich vor allem bei den neuen essentiellen Aminosäuren. Die meisten Aminosäuren können nämlich ja vom Körper selbst hergestellt werden, was den Vorteil natürlich hat, dass wir bei einem Mangel einfach nachproduzieren können, wenn etwas dann fehlt. So ist es aber nicht bei den essentiellen Aminosäuren, deswegen steckt das Wort essentiell da drin. Hier blende ich jetzt mal tatsächlich die Namen ein, denn wir schauen uns gleich noch genauer an, was die essentiellen Aminosäuren im Einzelnen können. Diese neuen EAAs müssen vollständig durch die Nahrung aufgenommen werden, sind für die Versorgung unserer Muskeln aber ebenso wichtig wie die anderen Aminosäuren, die wir selber produzieren. Also das ist auch wichtig, nur weil man sie von außen zunimmt und nicht selber produziert, heißt es nicht, dass sie nicht wichtig sind. Wenn wir hier also zu wenig aufnehmen, bilden diese Aminosäuren den sprichwörtlichen Flaschenhals, Bottleneck, der unser Muskelwachstum begrenzt oder für Muskelabbau vielleicht sogar sorgt. Proteine bestehen aus langen Ketten der einzelnen Aminosäuren. Und da sich diese Ketten in Nahrungsmitteln von den Ketten in unserem Körper unterscheiden, müssen wir sie im Körper umbauen, um sie nutzbar zu machen. Je näher die Ausgangskette dabei an der Zielvorstellung des Körpers ist, desto leichter gelingt das. Das ist schon mal generell ein wichtiger Satz, wenn man zum Beispiel sich vegan ernährt, weil pflanzliche Proteine sozusagen weiter entfernt sind von unserem natürlichen im Vergleich zu den tierischen. Wir sprechen dann von einer höheren biologischen Wertigkeit der Nahrungsmittel, also biologische Wertigkeit, das ist damit gemeint. Und Eier zum Beispiel haben ein fast optimales Aminosäurenprofil und können im Körper leicht genutzt werden. Wenn jetzt aber einige EAAs fehlen, können wir diese Ketten nicht so einfach bilden, dass der Körper sie direkt nutzen kann. Was sind die essentiellen Aminosäuren? An diesem Punkt jetzt schauen wir uns einmal die einzelnen Aminosäuren etwas genauer an. Insgesamt gibt es etwa 20 bis 22, wobei in der Forschung immer wieder neue entdeckt werden,
Wir befinden uns also noch lange nicht in einem Bereich, der ausgeforscht ist. Und zuletzt sind Pyrrolysin und Selenocystein dazugekommen, wobei Pyrrolysin für menschliche Proteinsynthese gar keine Rolle spielt. Aber wie gesagt, da wird noch geforscht und um etwas Ordnung auch in diesen Dschungel einmal zu bringen, konzentrieren wir uns jetzt auf die neun wirklich unverzichtbaren Aminosäuren. Und das sind Phenylalanin, Valin, Tryptophan, Threonin, Isoleucin, Methionin, Histidin, Leucin und Lysin. Alle anderen Aminosäuren können im Körper aus diesen EAAs synthetisiert werden. Deswegen müssen wir uns bei unserer Ernährung über die übrigen normalerweise gar keine Gedanken machen. Wer schon einmal eine Schwangerschaft eng begleitet hat oder erlebt hat, hat vielleicht von Arginin oder Histidin gehört. Die Aminosäuren können im Körper in solchen Stresssituationen nicht in ausreichender Menge hergestellt werden, also während der Schwangerschaft. Dazu gehören übrigens auch die Pubertät oder die Erholungsphase nach einem Trauma, nach einem Unfall, auch ganz wichtig. Grob gesagt, eigentlich jede Situation, in der schnelles Wachstum im Körper erforderlich ist. Was leisten EAAs im Körper? Die essentiellen Aminosäuren sind unverzichtbar, deswegen essentiell unverzichtbar für uns Menschen, unverzichtbar auch für den Muskelaufbau, denn sie stoßen die Proteinsynthese an und dabei werden aus den Aminosäuren die Proteine gebildet. Je mehr Aminosäuren vorhanden sind, desto stärker läuft die Proteinbiosynthese ab. Andersherum funktioniert das natürlich genauso, weswegen fehlende Aminosäuren langfristig dazu führen, dass wir Muskelmasse verlieren. Vor allem das Leucin ist dabei entscheidend, denn ab einer bestimmten Menge kurbelt es die Proteinsynthese und damit die Versorgung der Muskeln noch einmal extra stark an. Deswegen eine sehr wichtige Aminosäure. Gleichzeitig steigert es die Insulinreaktion, was den Abbau von Muskelproteinen verhindert und die Aufnahme von Aminosäuren erleichtert. Das ist nach dem Training wichtig, um den Muskeln eine Erholung zu ermöglichen. Sport bzw. Leistungszuwachs funktioniert, indem wir einen Muskel anstrengen, herausfordern, reizen sozusagen und er sich während der Regenerationszeit auf diese Belastung einstellt. Deswegen Regeneration natürlich immer ganz wichtig. Wenn wir die Belastung dann steigern, wächst der Muskel bzw. unsere Leistung mit natürlich. Daher ist es super wichtig, dass wir unserem Muskel nach dem Sport ausreichend Zeit zur Erholung geben. Und EAAs können diese Regenerationszeit allerdings etwas verkürzen. Warum? Weil die Muskelgewebsschäden aufgrund des Trainings geringer ausfallen. Als nächster Punkt profitiert die Versorgung der Muskulatur immens von den essentiellen Aminosäuren. Während wir trainieren, während wir Sport machen, Krafttraining machen, erhalten wir einen Großteil der Energie aus den sogenannten Glykogenspeichern. Bei langen und intensiven Trainingseinheiten, also beim Ausdauersport, aber auch beim HIIT-Training zum Beispiel, können die Glykogenspeicher im Körper allerdings leer laufen und dann benötigen wir körpereigenes Protein. Und das erhalten wir, indem wir Muskeln abbauen. Doch genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Deswegen können EAAs hier verhindern, dass das passiert. Nochmal, können das verhindern, schon mal wichtig. So etwas Ähnliches passiert übrigens auch während einer Diät. Wenn wir zu wenig Energie zuführen, beginnt der Körper, Muskeln abzubauen. Natürlich, am Anfang baut er Fett ab, aber ab einem bestimmten Stadium fängt er auch an, Muskeln abzubauen. Das will man natürlich bei einer Diät auch nicht. EAAs können das auch etwas abmildern. Für wen lohnen sich EAAs? Sie haben jetzt garantiert schon bemerkt, die Wirkungen von EAAs sind sehr sportspezifisch und beziehen sich häufig auf den Erhalt oder die bessere Versorgung der Muskeln. Auf den ersten Blick könnte man jetzt also folgern, dass die EAAs im Alltag so für uns Normale bzw. die Normalos, die nicht so viel Sport machen, nicht so wichtig sind. Doch wir verlieren ab dem 30. Lebensjahr jährlich ca. 1% unserer Muskelmasse. Und in diesem Video habe ich schon einmal erklärt, warum Muskelmasse so wichtig ist, gerade wenn wir auch älter werden. Und deswegen sollten wir alles dafür tun, diesen Abbau bestmöglich zu stoppen oder sogar Muskeln aufzubauen. Sie schützen uns gegen viele Krankheiten des Alters, stützen die Gelenke und sorgen dafür, dass wir uns lange gesund und gut bewegen können. Da die EAAs in einer normalen Dosierung auch keinerlei Nebenwirkungen aufweisen, wichtig, normale Dosierung, nicht übertreiben, könnte die Einnahme für viele von uns sinnvoll sein. Ich sage aber könnte. Es kann sich daher lohnen, einmal einen genauen Blick auf die Ernährung zu werfen und zu schauen, welche Lebensmittel besonders viel EAAs enthalten. Das ist das, was ich Ihnen empfehle, anstatt Supplements,
die Ernährung, die Lebensmittel sich genau anzuschauen. Methionin finden wir vor allem in Paranüssen, Brokkoli, Sesam oder Blattgemüse. Valin ist besonders in Sojabohnen, Cashewkernen, Mandeln oder Rindfleisch enthalten. Also schon mal Nüsse sind, wie gesagt, wichtig. Paranüsse, Mandeln. Leucin enthalten wir aus Thunfisch, Garnelen, Gouda, auch Sojabohnen und Isoleucin aus vielen Käsesorten und ebenfalls auch aus Rindfleisch. Für die anderen vier EAs habe ich die Liste hier einmal eingefügt und Sie können das Video zum Beispiel kurz einmal anhalten, mal auf die Liste schauen und mal überlegen, was Sie davon essen, wovon Sie vielleicht etwas mehr essen sollten. Insgesamt sind aber, um das mal zusammenzufassen, Rindfleisch, auch Käse, Nüsse, Fisch, Hülsenfrüchte, das sind gute Quellen für essentielle Aminosäuren. Deshalb ist es bei einer ausgewogenen Ernährung auch nicht nötig, zusammengefasst, EAAs zu supplementieren. Nicht nötig, wenn man gezielt und gesund sich letztlich ernährt. EAAs für Vegetarier und Veganer. In dieser Auflistung finden sich auffällig viele tierische Produkte und das kann für einige Ernährungsformen natürlich zu einem Problem werden. Denn wer jetzt auf tierische Produkte ganz oder teilweise verzichtet, könnte tatsächlich in die Situation kommen, dass ihm langfristig EAAs fehlen und er sie dann in einen Mangelzustand kommt. Dann kann man EAAs wahlweise in Kapsel- oder Pulverform einnehmen und damit die Bedürfnisse des Körpers erfüllen. Immer mehr Sportler bevorzugen einen veganen Lebensstil. Und hier können EAA-Supplemente einen merkbaren Unterschied in der Regeneration machen. Also vegan und viel Sport, dann könnten EAAs Sinn machen. Dabei ist in erster Linie auch egal, welchen Sport Sie ausüben. Generell ist der Nutzen bei allen Sportarten mit hoher Muskelbelastung etwas größer, aber auch Ausdauersportarten, Fußball oder Athletikdisziplinen etc., die profitieren von den EAAs. Wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass ein Proteinmangel neben dem Muskelabbau auch weitere mögliche Folgen, wie zum Beispiel Angstzustände, Depressionen, Müdigkeit, Schwäche oder auch einen Wachstumsstopp bei Heranwachsen auslösen kann, sollten wir den EAAs etwas mehr Zeit widmen. Für den Großteil von uns reicht es allerdings natürlich, wenn wir die Aminosäuren nur über die Nahrung zu uns nehmen, wenn wir uns gezielt und gut ernähren und da ab und zu mal etwas proteinreicher essen. Sportler können hingegen, das zeigt die Studienlage, können hingegen wirklich von EAAs profitieren, von der gezielten Einnahme. Ob diese dann finanziell aufwendig aus Supplementen kommen, kann jeder selbst entscheiden. Im Grunde kann alles über eine geplante, gezielte Ernährung abgedeckt werden. Wenn Ihnen dieses Video jetzt gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal für weitere Beiträge und schreiben Sie Ihre Kommentare, Ihre Gedanken zu den EAAs gerne hier einmal drunter und lassen Sie uns dazu diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.